Die große Frage, wie kommt eine Gladiator-Aufsetzkabine auf den Nissan? Das geht ganz einfach. Normalerweise über die Stelzen, man fährt runter, aber sie ist jetzt noch in der Transportposition. Deswegen haben wir uns so einen kleinen Steinbock geholt. Und der Janosch winkt mal gerade ein. Das ist eine ganz leichte GFK-Aufsetzkabine für einen Pickup. Und ihr werdet euch gleich mal wundern, wie viel Platz in so einer Kabine ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Und gedacht ist es nämlich für eine Doppelkabine mit Gasflasche, allen drum und dran. So, Janosch, check mal gerade die Tür noch. Wir haben nämlich eben schon mal reingeschaut. Janosch, das ist GFK, oder? Das ist alles komplett ein GFK-Kuss, wie beim Bootsbau. Das ist auch ein Bootsbauer, der das macht. Und gehen wir ein bisschen mal nach hinten, weil es das Ding umkippt, dass wir dann nicht mit erwischt werden. Das Schöne ist beim GFK, man kann es super entsprechend ausbessern. Also sollte mal irgendwas jemals passieren, man hat hier so einen Gelcoat oben drauf, ja, man kann es spachteln, laminieren, man kann es immer wieder ausbessern. Genau. Und das rostet nicht. Ja, man muss es halt nachher wieder lackieren, das ist halt eine Industrielackierung, dann passt das auch schon. Ja, ihr habt die jetzt schon lange im Programm, die Gladiator? Ja, wir haben die jetzt schon seit ein bisschen mehr als ein Jahr. Werden gerne genommen auch von den Holländern. Also wir haben auch holländische Händler, die bei uns die Kabinen kaufen, weil die halt auf jeden Pickup drauf passen. Man macht halt schnell aus dem Pickup ein Wohnmobil. So, da ist er. Ja, du darfst ihn mal draufsetzen. Ich bin mal gespannt, wie schnell es geht. Der ist jetzt gebraucht, der Pickup. Das spielt keine Rolle, man kann einen neuen holen. Man kann sich einen neuen holen, kann den alten gebrauchten von der Baustelle verwenden. Ist überhaupt kein Problem. Die Füße dann rein? Nee, wir brauchen die Füße eigentlich nicht. Wir machen das mit Stütze. Mit Stütze, ja, ja. Wir brauchen keine Füße. Es ist halt nur, wir kommen mit den Zinken vom Gabelstapler nicht unter die Originalfüße. Ah, okay, deswegen machen wir die jetzt ein bisschen höher. Genau. Okay. Deswegen haben wir die jetzt ein bisschen höher gemacht. Wir machen es aber mit den Füßen. Weil wir müssen es ja so machen. Okay, das heißt, wir heben es jetzt an, machen jetzt die Füße raus. Genau. Und so wäre es auch bei mir in der Garage, wird das stehen. Ja, oder? Genau, so mit den Füßen unten drunter. Und dann fahren wir dann mit dem Pickup drunter. So, ich kriege den dann natürlich nicht mehr in meine Tiefgarage rein, oder? Der ist etwas zu hoch, oder? Oder könnte gehen? Kommt immer auf die Tiefgarage an. Aber jetzt entsprechend jetzt ein Carport oder so, das könnte gehen. Carport wäre schon in Ordnung. Oder man hat ein paar, Holzpaletten oder man kann es auch irgendwo im Garten abstellen und dann einfach mit einer Plane überdecken, wenn man den nicht braucht. Oder man braucht den das ganze Jahr und sagt, ich nehme den einfach mal so. Und komm, wir gehen mal kurz zum Rum, dass wir das mal sehen. Er hat einen Alkoven quasi mit drin, einen kleinen. Aber wir waren ja eben drin, der sieht von außen so winzig aus, von innen ist es riesig. Ja, das ist nicht riesig, aber es ist sehr kompakt gebaut. Also man hat alles, was man braucht. Jetzt kannst du auch noch die Solarzelle mitfilmen. Der ist komplett autark. Der muss also nicht mit dem Kfz zusammen verbunden werden, weil während der Fahrt lädt sich die eigene Batterie auf. Und da man ja eh keinen Platz für großartig Fernsehen oder sowas hat, sondern eigentlich nur das Handy oder das Tablet laden möchte in dem Fahrzeug, ist es halt vollkommen ausreichend. Also die Bordbatterie schafft das schon ohne weiteres. Man hat die Möglichkeit, Außenstrom zu nehmen. Da ist eine Steckdose. Da ist die Steckdose. Man hat die Möglichkeit der Außendusche. Zeig mal, echt? Ja, cool. Hier neben dem Stapler, das wäre natürlich... Neben dem Stapler macht es keinen Spaß. Aber das Schöne ist, wir werden es gleich mal zeigen. Er hat jetzt mal den Akkuschrauber für die Stützen geholt. Genau, weil das etwas schneller geht, damit sparen wir uns die Zeit. Und das ist der normale Schrauber, nehme ich an, den du auch beim Wohnwagen hast, oder? Unten ja, runter. Genau, das ist ja hier von Alco, diese Stützen. Die sind nur etwas verlängert, damit der dort noch Beine hat. Und die klappt man halt runter und fertig. Wieder hoch oder man entfernt die halt komplett. Und man zieht es anschließend auf dem Pickup dann fest, oder? Wahrscheinlich mit genau. Spanngurten, wie läuft das? Ja, mit Spanngurten werden die an den Originalösen verbaut. Jetzt geht der ja auch schon in die Höhe. Und jetzt tun wir die Füße hier raus. Der Vorführeffekt
Der war ja auch ganz neu, muss man sagen. Ja, jetzt müssen wir alles ein bisschen einleiern. So, Füße sind drin. Jetzt steht er gleich auf den eigenen Füßen. Das heißt, ich kann jederzeit meinen Pickup verwenden zum ganz normalen Fahren. Das könnte ich aber theoretisch auch machen auf dem Campingplatz, oder? Ja, der hat jetzt Luftfederung hätte. Ja, der hat Drahtseile dabei und man spannt den dann hier mit aus. Weil wenn ein starker Sturm kommt oder sowas, ein bisschen Wabbeln hat der doch in den Füßen. Und das wäre dann etwas unangenehm. Man kann die auch kurbeln, die Stützen, oder? Man kann die hoch und runter kurbeln? Natürlich, die kann man jetzt auch noch, wir werden die auch gleich noch runterkurbeln und ein bisschen hochkurbeln. Setzen wir den nur etwas gerade, dann brauchen wir gleich nicht so viel zu rangieren mit dem Pickup. So, das ist das ganze Ensemble mit dem Pickup. Und gleich werden wir den Stapler nicht mehr brauchen. Also wenn ihr das denn zu Hause kriegt, dann steht er auf Füßen. Und jetzt drehen wir mal die ein bisschen raus. So, Nummer 1. Ist spannend, sowas mal mitzufilmen, weil ich kann mir vorstellen, dass man das den Leuten zwar erklären kann, aber wenn man das mal so live sieht. Ja, live ist das immer etwas anderes, ja. So, jetzt steht er gleich auf eigenen Füßen. Also so nackig auf eigenen Füßen. So nackig auf eigenen Füßen sieht er so aus wie aus Star Wars, einer von diesen Figuren dort. Von diesen Kampfmaschinen bei Star Wars. Daran erinnert er mich mehr aus George Lucas. Die Kampfmaschinen. Ich nehme an, du hast eine schöne Nacht heute Nacht, oder? Es war schön. Ja, man konnte gut schlafen. Ich habe auch super geschlafen, denn es war mal nicht so heiß, oder? Ja, endlich mal das kühler. Sag mal, ist das möglich, hier eine Klimaanlage draufzusetzen, theoretisch, wenn ich Landstrom habe? Ja, theoretisch ist immer alles möglich, klar. Warum nicht? Eine kleine Klimaanlage. Da reicht ja die kleine von Dometic, die... Die Ultrakleine. Die Ultrakleine und die könnte ich dann noch vielleicht sogar mit der Solarzelle betreiben. Aber okay, das heißt, die brauche ich ja hier nicht. Jetzt musste ich die Doppelkolbeninverter sein. So, jetzt steht er auf eigenen Füßen. Genau. Das heißt, wenn die Kinder mal alleine sind, ist das denn standfest oder könnte es nach vorne kippen? Schon, oder? Nee, nach vorne nicht. Der Schwerpunkt ist sehr weit unten. Wir haben ja Batterie, wir haben ja Abwasser, Frischwassertank unten drin. Da passiert nichts. Da passiert nichts. Also ich würde mich jetzt nicht da reinlegen oben, ohne dass ich den jetzt verzurre. Aber so reingehen würde ich schon. Er wird natürlich jetzt etwas wabbeln. Also er geht jetzt 1 Zentimeter hin und her. Also bei Wind und Wetter wäre das jetzt nicht zu empfehlen. Man sieht das. Okay, ich sehe es. Er bewegt sich. Also ehrlich gesagt, ich will auch nicht gerne drin schlafen. Wenn er steht, aber ist ja eigentlich nur gedacht zum Transport im Winter oder genau, wenn ich mal nicht brauche. So, der Kollege fährt mal weg. Hast du die Möglichkeit, den selber drauf zu fahren oder ist es sinnvoll, mit 2 Personen das zu machen? Es ist immer sinnvoller. Also 4 Augen sehen immer mehr. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, also wenn ich es jetzt 15, 20 Mal gemacht habe mit 2 Personen, da kann man es schon blind. Dann weiß man auch, wo man gucken muss und ab wann der andere sagen würde, hallo hier, bisschen nach rechts, bisschen nach links. Aber es reicht ja auch, wenn man die Frau dabei hat und einfach nur so ein bisschen hin oder her schiebt. So, er macht hier noch vom Winkel her ein bisschen. Uiuiui. Ja, der steht jetzt nur noch auf 3 Beinen. So, die am Arsch klabern. Alpen. Jetzt muss noch ein bisschen runter. Ah, jetzt fühle ich mich wohler. Und jetzt ist er gerade. Sehr schön. Wenn das jetzt ein bisschen wackelt, das ist nicht schlimm, oder? Da der das ist nicht schlimm, kann nicht umfallen. Es sah so interessant aus. Ja, steht auf 3 Beinen jetzt, weil die nicht gleichmäßig. Ja, ist ja gut. Ich habe nur gerade Spaß gemacht. Jetzt ist er schon etwas sicherer. Und jetzt kommen wir gleich mit dem Pickup. Ja, wenn er auf 4 Beinen steht, ist 3 Beine, es wackelt natürlich alles. Es gibt da eine Szene komplett, muss man sagen. Also die lieben diese Aufbaukabinen. Da gibt es eigene Treffen mit allen drum und dran. Es ist auch das Minimalistische, auf engen Raum mit dem Partner zusammen zu sein oder alleine ohne das große
Raumgefühl zu haben, sondern ganz engen Raum. Campen noch, so ein bisschen. Richtig campen und das... Und das Coole ist, ich habe ja 4x4, ich komme ja überall hin mit zum Teil. Das heißt, also ich habe ja ein geländegängiges Fahrzeug. Die Höhe ist das Entscheidende. Also von der Höhe komme ich natürlich nicht überall durch. Mhm. Aber da können wir gleich noch so einen Camper anschauen. Aber... So. Also eine andere Wohnkabine quasi, ein anderes Stil, der noch ein bisschen härter ist, der dann für Afrika gebaut ist. Der ist jetzt für Europa vollkommen geeignet. Ja, zwischendurch, wir sind in Königswinter, kurz unterm Ölberg. Im Siebengebirge. Im Siebengebirge, im schönen. Heute am längsten Tag des Jahres, der 21. Zum Glück haben wir bewölktes Wetter, denn ich würde mich umbringen, wenn ich jetzt bei 38 Grad in der Sonne, dann ist auch meistens meine Kamera schnell am Ende. So, arrangiert mal ein bisschen. Ich gucke auch mal ein bisschen mit. Welche Pizza geht, Bob? Du bist Ungar. Ich bin Ungar. Und mein Kollege auch. Ist auch ein Ungar. Deswegen unterhalte ich mich mit dem automatisch auf Ungarisch. Das ist eine Geheimsprache übrigens für alle, die es nicht können. Ja. Hat glaube ich, nichts zu tun mit irgendwas Germanischem und so. Ja, mit dem Finnischen angeblich. Dem Finnischen? Ja, im Klangbild. Stimmt's, aber wenn jemand Ungarisch kann, der kann auch kein Finnisch. Der kann auch kein Finnisch. Es sei denn, er hat genug getrunken. Warte, ich gehe mal ganz runter. Da kann man aber eh jede Sprache, deswegen macht das stimmt. Keinen Sinn. Warte, ich zeig's mal gerade, der kommt hier drauf. Ah, okay, das geht an beiden Seiten vorbei. Genau, er hat das auch schon 2-3 Mal gemacht, deswegen kann er das auch so gut. Deswegen kennt er sich aus. Muss das kaum winken und jetzt einfach bis zum Anschlag tun. Und dann sieht man die Antenne, die geht dann aber oben rein. So, die Antenne machen wir mal gerade. Oder so. So, und jetzt schlagt sie auch unten runter. Ist das genial. Das war's. Das Geniale an der Kabine, das sieht man jetzt schon, ich kann die Klappe zumachen. Okay. Ich kann danach die Anhängerkupplung verwenden. Ach so, du kannst was ziehen, zum Beispiel ein Boot oder irgendwas. Oder den Wohnwagen für die Kinder. Verstehe. Also man hat dann die Möglichkeit, die Anhängerkupplung mitzunutzen für Boot, für Fahrräder, für egal was. Es ist ja normalerweise ist die Nutzlast bei solchen Pickups rund eine Tonne, kann man sagen, oder 750 Kilo meistens? Ja, so in der Ecke herum. Also es gibt auch welche, die können etwas mehr, aber irgendwann ist dann auch vorbei. Irgendwann ist es dann auch vorbei mit dem Platz. So, er schiebt die mal kurz zur Seite. Genau, ich halte den mal so kurz ein bisschen weg. Ist ja leicht, ist ja GFK. Ist GFK, wiegt nichts. 20.990 Euro kostet der. Ich zeige euch ja gleich mal das Preisschild. Ausgestattet, auch mit der Markise. Also es gibt die schon günstiger. Man kann die auch bei uns bestellen als Leerkabine. Dann kann man sich selbst da drin verwirklichen. Ja, das wäre nicht mein Ding. Das wäre auch nicht mein Ding, aber es gibt halt Leute, die haben unendlich viel Zeit und auch Lust und für die ist das was. Da wäre aber jetzt schon die Markise wäre dabei, die Fenster wären schon drinnen, oder? Alles so, wie es jetzt hier steht. Preis von der Leerkabine ungefähr? 14? Ja, so 14.000, 15.000 Euro ab. Aber dann noch ohne Markise, klar, aber mit Fenstern so, wie man es haben möchte. Einfach GFK innen drin und das war's. Wie stark ist ja auch hier hinten mit der Gasflasche. Wie toll das aussieht. Das ist ein richtiger Hingucker. Und sie stand auch schon mal drauf, wie ich sehe. So. Wichtig ist beim Ablassen halt immer gleichmäßig ablassen, damit sie in einem runtergeht. Also man kann nicht einfach sagen, ich lasse mal einen runter, dann stehen ja noch drei Beine. Oder ich gehe schräg runter, dann steht nachher die Kabine auch schräg. Also es dauert schon, es ist schon Camping, das Teil drauf. Ja, gut, aber ich mache das Ding ja einmal im Jahr, wenn ich in Urlaub fahre, mache ich das Teil drauf, die Zeit habe ich dann auch noch. Ja, klar, man kann es auch am Vortag machen und dann kann man sich das Fahrzeug dann bestücken, wie man es möchte. Also um Stress mit meiner Frau zu vermeiden, würde ich es definitiv am Vortag machen. Ja, das sonst mache ich auch immer, dann bin ich auch schon im Einsatz und startklar. Also was mich noch interessieren würde, du ziehst anschließend die Gurte, ziehst du an die Originalbefestigung. An die Originalbefestigung. Es ist ja eigentlich nur eine Ladung, es ist ja kein Fahrzeug, Verbreiterung. Ach so, und deswegen habe ich auch kein Problem mit COC und so. Das heißt, also ich habe das Originalfahrzeug, das COC vom Basisfahrzeug. Ich brauche hier auch keine Beleuchtung drauf. Das macht das Originalauto. Ja genau, es gibt ja welche, die haben ja Überhänge und sind dann so komplett verbreitert, Bimobil oder so. Die sind schon sehr viel aufwendiger, die greifen auch ins Kfz
schon stärker ein. Also man muss die Klappe abmontieren, Beleuchtung anklemmen, über die Anhängerkupplung dann meistens oder so. Sag mal, ist es möglich, die entsprechend zu entfernen, die Stützen, komplett, wenn man fährt? Die komplett weg. Okay. Man muss, sollte die auch komplett abmachen, ja. weil sonst kriege ich ja die Markise nicht raus. So, er taucht schon ein bisschen ein. Ein bisschen einfedern darf er ja, wobei er steht jetzt sehr hoch. Wahrscheinlich ist der Fahrkomfort jetzt endlich gut, oder? Von dem war, wenn er ein bisschen Ladung hat. Ja, der hat eine verstärkte Federung drin. Also meistens reicht die Originalfeder mit dem Gepäck. Aber das ist ja dann auch wieder Geschmackssache. Tue ich dann wieder irgendwas hinten auf die Anhängerkupplung drauf, dann geht der natürlich in die Knie. Also ein bisschen Feder schadet nie. Also was mir gut gefällt, ist, dass die Kabine sieht so aus, als wäre sie schon immer drauf gewesen. Die passt richtig gut drauf. Ja, passt auf jeden Pickup. Die ist, ja, sieht jetzt auch ganz anders aus wie dort unten, als wir die noch eher unten gefilmt haben. Es ist ja jetzt eine ganz andere Optik. Ja, es sieht aber so aus, als wäre es eine Einheit. Ja, also den, gar nicht so ein Fremdkörper. Genau, den kann man jetzt auch bei uns als eine Einheit kaufen. Und zwar für läppische 30.000 Euro. Mit dem Auto? Mit dem Auto zusammen. Das Auto hätte dann frischen TÜV. Es ist nicht mehr der jüngste, aber die paar Fahrten kann man damit noch fahren. Was soll's? Im Leben. Als Bundlepreis für 30.000 Euro und man hat ein Allrad. Also nochmal hier dieser Nissan. Nissan plus die Kabine. 30 Kilo lege ich auf den Tisch, genau, des Hauses. Habe ich auch schon so ausgezeichnet. Mit Gladiator, mit einer nagelneuen Wohnkabine. Du Fuchs, du hast es schon direkt so gemacht. Warte, ja, ich zeig das mal gerade. Also wenn ihr den haben möchtet, 21. Juni 2021, seid schnell. Dann könnt ihr das komplett haben. Da ist ja ein Jahrgarantie drauf, muss man sagen. Ihr müsst ja bei den Gebrauchtfahrzeugen ein Jahr geben, gell? Garantie ist ein Haltbarkeitsversprechen. Hier geben wir Gewährleistung. Wir gewähren, dass das Fahrzeug in Ordnung ist. Also ein Jahr Gewährleistung hat er. Der hat auch erst noch keine 200.000 Kilometer auf der Uhr. Und hat keinen Rost. Hat anständige neuen Bremsen. Also eigentlich für Urlaubstouren ideal. Und so eine Kabine sollte eigentlich den Pickup einmal überleben. Also stimmt. Da kann man nochmal sparen für den nächsten Pickup. Also 29,99 Mehrwertsteuer wäre für die Kabine ausweisbar. Für den Nissan auch. Also für den Nissan auch. Alles komplett inklusive der, okay, Mehrwertsteuer. Achso, das war ein Firmenwagen von euch, oder was, nee, war das? Das war ein Firmenwagen von irgendwo in Zahlungnahme. Aber da haben wir gedacht, okay, machen wir den als Bundle. Da hat hier ein Wohnmobil. Okay, das heißt, die Mehrwertsteuer ist ausweisbar? Ja, ja. Komplett? Komplett. Also rund 24 plus Steuer. Also man würde hier quasi 10 inklusive zahlen und dort 20. Cool. Das ist ja hier ein Ersatzteil. Lelet na kötni it alul, hut betu jung men. Spannend. So, jetzt gehen wir mal hoch. Es gibt nämlich eine Leiter, die haben wir gerade eben neben das andere gestellt. Ujanoschok esta hoti viakot, hoti kette nicht für tu albalashi. Man hat 4 Sitzplätze vorne. Hier könnte man dann schlafen mit locker mal 2 Personen. Man hat auch die Spanngurte. Die sind im Mülleimer. Ja. Praktisch. Ja, gut. Das wäre jetzt mein Platz. Also ich weiß nicht, ob ich da Müll reinmachen würde. Da wären die Spanngurte, die wären da schon fast besser. Ja, so finden wir die auch. So, die Leiter hatte ich eben neben den Crawler gestellt. Ja, ja, aber die Leiter bringt da nichts. Das ist der Grundgedanke, man tut die Leiter hier dran und dann steigt man hier auf das Teil und dann bewegt sich ja die Leiter. Ist zu unsicher. Okay, also Tipp wäre jetzt eine Leiter, eine kleine. Ich habe auch schon einem Kollegen Bescheid gesagt, er soll die kleine Leiter holen, weil das Treppchen ist dann etwas besser. Ja, die kleine Treppe holen wir gleich. Es kommt das Treppchen, aber wir können ja schon mal reingucken. Weißt du was, wir sind ja so unglaublich gelenkig, wir zwei. Wenn du mal gerade vorgehst, sei mal so lieb. Ich kann ja mal reingehen. Oh, ja. Ich bin gar nicht so gelenkig. Du bist nicht so gelenkig. Naja, mal gucken, ob ich es bin. Ich habe es geschafft. Das ist super. Ja gut, meine Beine sind auch einen Ticken länger wie deine. So, ich setze mich mal auf den Platz, damit man dann sehen kann. Ja, man kann sich hier gemütlich hinsetzen. Also eins kann ich dir fest versichern, ja, wenn wir das Video gesendet haben, ich guck mal, vielleicht machen wir es heute noch, das Ding ist weg. Es ist wirklich, denn wir haben einen riesen Run, haben wir im Moment auf Campingfahrzeuge. Und das hier ist ja genial, wenn du so ganz individuell unterwegs sein willst, oder? Ja klar, also ich kann hier den Ventilator noch anmachen, der auch dabei ist.
Und dann kann man es hier auch aushalten. Man kann es aushalten. Genau. Auf jeden Fall cooler als ein VW-Bus. Also der jetzt hat keinen Kühlschrank. Wir haben auch welche mit Kühlschrank, aber da ist der Kühlschrank hier unterm Tisch. Gut, man kann ja eine Kühlbox holen. Eine Kühlbox, die kann man hinten im Auto haben, kann man drüber holen. So, wenn du mal gerade so lieb bist, da haben wir ein Doppellängsbett mit drin. Man könnte aber auch für leichte Touren quer schlafen, das würde gehen. Es gibt den ohne Doppellängsbett zu bestellen, da müsste man aber die Größe haben. Das sind so knapp unter 1,70. Und dann kann man sich da auch quer reinlegen. So, dann LED-Lampen hast du mit drin, überall. Ja, die sind überall. Und, eine Autarkie hast du mit drin. Hm? Eine Autarkie mit der Batterie. Ja, ja, klar. Batterie, das ist da. Und auch die Solarzellen am Dach. So, und das Bett ist ultraschnell umgebaut. Das können wir gerade mal zeigen. Das heißt, du klappst das einfach aus. Ich klappe das hier aus. Du drückst dann hier den Fuß. Auf der Warte. So, das da nochmal ein bisschen raus. Da vorne ist eine Halterung. Schon in dem Bereich und mach die quer. Hast du einen Platz hier drin? Ja, so ein bisschen Camping ist das ja schon. Also ganz ohne geht das scheinbar nicht, aber ich muss die unter die Fenster verklemmen, damit das dann auch alles recht passend ist. So, jetzt habe ich ein Riesenbett. Ja. Ich kann mich mal kurz da reinsetzen. Ja, sei so lieb. 1,67 Meter ist Janosch. Ja, genau. Aber ich habe natürlich noch Luft nach oben. Ich habe Luft nach oben. Aber selbst da, man fühlt sich nicht eingeengt. Du hast Fenster mit drin, Fliegengitter. Ja, ich kann hier die Fenster auch öffnen, kann einmal rausschauen. Ich habe hier auch Fenster an der Tür. Also ich kann hier einmal quer durchschauen. Wer kommt von vorne, wer kommt von hinten. Ich zeige euch mal gerade noch, wenn es jetzt nicht das Doppelbett ist, sondern nur das Einzelbett. Ja. Dann ist einer mit 1,67 schon an allen Grenzen. Ja, man schläft aber nicht so, Janosch. Man schläft ja leicht, also ich schlafe immer angewinkelt. Ich schlafe auch, aber einmal muss man sich am... Drehen. Nee, auf einmal recken. Ja. Also ich schlafe auch eingewinkelt, aber das Wichtige ist, man muss die einmal strecken können. Und dann, damit die Knochen wieder alle da sind. Du hast aber beide Optionen. Das heißt, du hast ja einmal das Längsbett und das Querbett. Das heißt, man kann es ja, man muss es nicht, man kann. Das ist ja. Genau, man kann und man hat noch Platz für eine zweite Person. Und dann hätte man natürlich hier Tisch, den man runterklappen kann und dann hätte man ein zweites Bett unten drunter. Also man kann den auch als Dreibett bestellen. Okay. Wenn das hier oben als Zweibett ausreicht. Drei Personen, das muss man sich mal hier vorstellen. Ja. Das wird gemütlich. Das wird gemütlich. Wenn du noch mal rauskommst, sei mal so lieb. Dich ja, einmal kurz mal. Die Plätze haben wir ja dafür. Dich kurz mal rausfaltest. Ich falte mich mal raus und klappe das mal. Ah, ich finde es super urig. Also gerade jetzt eine Person, die so Vanlife ein bisschen macht. Ja. Bevor der anfängt, sich selber was zu bauen. Jetzt mal ganz ehrlich, da hat das Auto mit dabei. Und ich nehme an, dass hier ist noch ein richtiger Diesel drin, oder? In dem. Ja, da ist noch ein Diesel drin, ja. Sechszylinder nehme ich an. Wir schauen ja, gleich mal nach. Müssen wir mal gucken. Also alles unverbindlich im Moment, genau. Was wir sagen. Dann Sitzgruppe. Du hast eine Doppelsitzgruppe mit dabei. Ich setze mich mal kurz hier rein. Ich bin ja 1,83 und ich habe richtig viel Platz. Ich kann also hier meinen Laptop hinstellen. Habe hier wirklich Freiheit, auch über meinem Kopf. Ich habe hier einen dritten Sitzplatz, wenn ich auf weitere Ungarn treffe, genau. Im Urlaub. Und ich habe natürlich beleuchtete Schränke. Beleuchtet? Ja. Ich mache die Fenster. Ja, da. Beleuchtete Schränke. Und jetzt kommt der Hammer. Ja? Wenn man auf Toilette gehen möchte, man hat die Außendusche, haben wir eben schon gesehen, die ist mit dabei, dann hast du hier eine richtige Porta-Potty-Einheit, die du reinsetzen kannst und kannst einfach hier vorne öffnen und hast dein Klo. Theoretisch, aber praktisch. Man kann auch alles andere reintun. Ich könnte ja hier noch die Kühlbox reintun oder also je nach Geschmack. Also hier habe ich dann alle Möglichkeiten. Gut, man muss sich vom Stauplatz her ein bisschen zusammenreißen, denn die Kabine ist ja beschränkt. Man hat den Nissan vorne. Wenn man mit zwei Personen fährt, hast du die Doppelkabine. Kannst du alles reinmachen. Kleiderhaken. Auch da könnte man nämlich auch ein Schwerlastauszugssystem, jetzt kommt es aber noch besser. Du steigst mal bitte aus und gehst mal da vorne auf die Ladebordwand. Ich baue mal gerade etwas zurück. Ja, genau, mach das mal gerade. Wir dann auch wieder Platz haben. So, die Nottoilette haben wir schon gesehen. Und jetzt
zeigen wir nämlich mal die Küche, dann setze ich mich nämlich mal dahin, wo du gerade bist. Ja, ich sterbe mich mal hier draußen auf unserem Balkon. So, auch nochmal hier, damit ihr das wisst. Das lässt sich dann zum Bett umbauen. Hier jetzt in der Version auch, oder? Nee, in der Version jetzt nicht. In der Version nicht? Verschiedene Versionen, da kann man dort unten noch ein Bett mitbestellen. Man muss dann halt die Größe haben oder die... Man muss halt klein genug sein. So, und da habe ich jetzt eine richtige Küche mit drin. Mit Wasser, mit Kochfeld, mit der Gasflasche, die wir außen gesehen haben. Außenstromanschluss. Also ich kriege 230 Volt am Campingplatz. Genial. Genau, und alles ist natürlich dann direkt auch, sobald man die Pumpe angeschaltet hat, auch man ja, hört. Man hört es. Ist aber leer, der Tank. So, machen wir schnell wieder aus. Genau. Ein CBE-Bedienteil drin, das heißt, ich sehe auch den Wasserstand. Sehe auch, ob die Batterie voll ist. Solarzellen auf dem Dach. Ja, ja. Ist drauf, dann USB-Steckdose. Normale Steckdose. Toll. Das ist nicht die Klingel. Ja, sondern? Sondern es ist die Pumpe für den Abwassertank. Wenn ich die jetzt anmache, wird mein Kollege nass. Dann wird er entleert. Ja, weil der, sonst würde das Wasser ja quasi im Pickup drinstehen. Deswegen hat er hier unten Wasser, Frischwasser und Abwassertank zusammen. Und ja, cool ist hier der Lüfter, der kleine. Und dass das Ding komplett aus GFK ist, aus dem Bootsbau. Und das auch ein Bootsbauer gemacht hat. Das heißt, genau. der weiß, was er gemacht hat, oder? Ja, ich denke schon. Also ein Boot muss ja dicht sein. Ein Wohnwagen nicht unbedingt. Stimmt, ist ja nicht im Wasser. So, wir gehen mal runter. Das wäre denn mein Tritt. Das wäre ein möglicher Tritt, aber da gibt es viel schönere, ja, Treppchen. Es gibt natürlich Treppen. Geh noch mal runter, bitte. Ich gehe mal runter. Ich setze dann auf den Balkon. Ja, das ist der Balkon. Also das ist so die Übersicht, die ich jetzt gerade habe. Von oben kann ich also fast aufs Dach vom Autohaus gucken und habe eine tolle Aussicht hier drauf. Wir machen mal einen ganz kurzen Blick mal. Wir haben die Gurte mal dran. Festgemacht, ja. Einmal drauf gemacht. Sieht das hier so. Ich zeig das mal gerade. Also innen drin ist also hier vergurtet. Und da wird das genauso gemacht. An vier Punkten, da kann nichts mehr passieren. Hier habe ich hier Abwasser. Ich tue hier einen Schlauch dran und kann dann in Gulli mein Abwasser ableiten von der Spüle. Entleeren. Oder halt in einen ganz großen Kanister und kann den dann auch transportieren. Das würde auch gehen. So. Ja, das geht auch zum Beispiel. Der wird natürlich entsprechend aufbereitet, wenn ich den kriege. Das heißt, der wird dann nochmal blitzblank sein oder ist der so, wie er hier steht? Er wird nochmal gewaschen. Er stand jetzt draußen. Wir hatten ja schlechtes Wetter. Man sieht noch den Sahara-Staub. Den kann man sich dann selbst drauf fahren, wenn man es dann wünscht. So, zeig mal rein, bitte. Einmal kurz reingucken. Also, wenn ihr das haben möchtet und 30.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer habt, kriegt ihr diesen lederbezogenen Navarro. Mit Schaltgetriebe und insgesamt 5 Sitzplätzen. Elektrische Fenster hier überall. Und er wird nochmal komplett gereinigt. Mit der nagelneuen Aufsetzkabine. Genau. Die wir jetzt mal fertig gemacht haben. Wir sind bei Müller Motors. Erstmal vielen Dank, dass wir das sehen durften. Ja, ich fand es ziemlich spannend. Ja, ich auch. Ist so, und hier vorne siehst du, das haben wir eben eben gefilmt, den 458er Crawler, genau. Der da ist. Könnt ihr auch sehen bei uns auf dem Kanal. Ja, ihr seid schon ein ziemlich abgefahrener Laden, muss man sagen. Also ihr habt als, ich sag mal, normaler Autohändler relativ viele ausgefallene Campingfahrzeuge. Deswegen habe ich euch besucht. Ihr habt nämlich Polar. Ja, Polar Wohnwagen. Das ist der nördlichste Hersteller von Wohnwagen überhaupt. Das, ja. Dein Name ist Janosch, deine Rufnummer? Meine Rufnummer ist die 02244-875-307. 875-307 in Königswinter, das liegt in der Nähe von Bonn. Wenn ihr Lust habt, kommt vorbei und wir drehen heute noch ein bisschen was, gell? Ja, natürlich, auf jeden Fall und morgen auch, hoffe ich. Tschüss, Janosch. Mach's gut, Sven.